Menschen wie. Wie schön, dass du da bist und eingeschaltet hast zur dritten Folge im Podcast Schulbildung mal anders. Der Podcast, der Schule anders denkt, hin zu mehr Achtsamkeit und Wertschätzung im Schulalltag. Für mehr Freude am Lernen, mehr Raum für Beziehungsgestaltung, Chancengerechtigkeit, Persönlichkeitsentwicklung und Potenzialentfaltung. Ich freue mich, dass du da bist. Heute kommt das erste Interview. Es geht um die alternative Schule, eine alternative Schule in Chemnitz, die Leonardo-Grundschule, in freier Trägerschaft. Dazu habe ich Yvonne Marschner interviewt. Die ist Mutter von zwei Kindern, Luise und Charlotte. Und Luise ist auf der Schule und Charlotte angemeldet. Kleiner Disclaimer dazu, das Interview habe ich vor 2 Jahren bereits aufgenommen. Wenn du mir auf Instagram folgst, dann hast du schon mitgekriegt, dass diese Podcast-Idee bei mir jetzt nicht neu ist, sondern ich schon vor 2 Jahren angefangen habe, das erste Mal zu denken, boah, ich will so einen Podcast machen und habe damals schon Interviews gesammelt. Und genau, weil ich wollte, dass der Inhalt dieses echt wirklich, wirklich tollen Interviews auf jeden Fall trotz der 2 Jahre Unterschiede noch hier Eingang findet, wird das heute veröffentlicht und es wird aber ein Revival mit Yvonne geben, wie es jetzt momentan bei ihren Töchtern aussieht und in der Schule, weil es eben schon 2 Jahre her ist. Was ich auch noch sagen möchte, ist, dass die Folge kein Plädoyer für Privatschulen ist. Das ist mir total wichtig zu sagen, weil ich kenne ganz, ganz viele öffentliche Schulen, aber auch freie Schulen, also Schulen in freier Trägerschaft, die sich auf den Weg gemacht haben. Und dieses Interview soll jetzt nicht dazu führen, dass alle Eltern ihre Kinder auf Schulen in freier Trägerschaft schicken. Mir geht es auch darum, also mir geht es nicht darum, ein elitäres System zu erschaffen, wo Menschen, die irgendwie Geld haben, ihre Kinder hinschicken können. Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Ich finde es unglaublich wichtig, dass es diese Bewegungen von Schulen in freier Trägerschaft gibt, weil nun mal da viel mehr Freiheiten gibt und weniger Vorgaben, die halt irgendwie von den Bildungsministerien kommen. Aber es ist wichtig, dass diese Ideen, die in den Schulen in freier Trägerschaft passieren und in den öffentlichen Schulen, in die öffentlichen Schulen reinkommen und dass sich so das ganze System im System verändern kann. Ja, das ist mir einfach nochmal ganz, ganz wichtig zu sagen. Nicht, dass du den Podcast jetzt falsch verstehst. Es wird auch noch Folgen geben von Schulen, die öffentlich sind und sich auf den Weg gemacht haben und auch mit LehrerInnen, die an öffentlichen Schulen arbeiten und da einen unglaublich guten Job machen. Und das brauchen wir. Wir brauchen diese Menschen, diese Lehrpersonen, die an diesen Schulen arbeiten. Und deswegen, genau, wollte ich das als kleinen Disclaimer vorher sagen. Ich wünsche dir jetzt ganz, ganz, ganz viel Spaß mit dem Interview. Hallo liebe Laura, ich bin ganz, ganz, ganz glücklich, dass du mich gefragt hast, ob ich mit dir über das Thema Schule und alternative Schule sprechen darf. Ich freue mich riesig, bei dir zu sein und mit dir zu sprechen. Und sag auch Hallo. Ich glaube, das wird ein ganz wundervolles Interview, ein wundervolles Gespräch. Ich würde sagen, wir starten direkt rein. Magst du vielleicht einfach ein bisschen zu dir erstmal erzählen? Wer bist du? Wie bist du überhaupt dahin gekommen, dass du deine Kinder auf eine alternative Schule bringen wolltest? Ja, ich bin Yvonne, ich bin früher Produktmanagerin, habe viele Projekte umgesetzt, also klassisches Marketing gemacht und habe irgendwann beschlossen, Kinder zu bekommen, obwohl ich früher gar keine haben wollte und bin eine ganz, ganz, ganz glückliche Mutter. Und mit dem Kinderkriegen, besonders mit meiner ersten Tochter, hat sich in meinem Leben sehr, sehr viel verändert. Also ich bin wesentlich bewusster geworden für mich und auch für meine Kinder. Und ja, irgendwann stand natürlich das Thema Schule an, aber ich habe mich damit halt schon relativ früh beschäftigt, weil ich nämlich bei so schönen Mädelsabenden gesessen bin und die Mütter, die alle schon ältere Kinder haben, immer von dieser Schule, von der Schule hier im Ort erzählt haben. Und ich habe immer gedacht, Himmels Willen, auf diese Schule möchte ich meine Kinder nicht schicken. Und da ging das eigentlich schon los, dass ich mir Gedanken gemacht habe, was mache ich denn,
mit meinen Kindern, wenn die tatsächlich mal zur Schule gehen. Und dann habe ich einen Tipp bekommen von einer Freundin, die ihren Sohn auf eine freie Schule schicken wollte. Der ist jetzt in der 2. Klasse. Ja, und dann habe ich mir die angeguckt, habe mir einen Termin geholt. Und ich habe mir gar keine anderen Schulen mehr angeguckt, weil ich so von diesem Konzept, von dieser Schule überzeugt war, dass ich gesagt habe, ja, genau, das ist die Schule für meine Tochter. Und die gefällt mir und da ist eine tolle Atmosphäre. Und da stand auf jeden Fall fest, dass die Luise auf diese Schule geht. Und da war sie gerade mal 3,5. Das war ja auch mein Glück, dass ich so früh angefangen habe. Ja. Und das ist so eine tolle Schule, die mittlerweile in Chemnitz einen unglaublich guten Ruf hat. Und da muss man wirklich ziemlich zeitig sich anmelden, damit man da einen Platz kriegt. Weil die haben nur pro Altersstufe eine Klasse, also die fahren einzügig. Und pro Klasse sind es halt nur 20 Kinder, die da in einer Klasse sind und 2 Lehrer. Und das ist natürlich eine ganz, ganz tolle Geschichte. Und deshalb natürlich auch so, so begehrt. Also für die Menschen, für die Eltern, die sich mit dem Thema Schule ein bisschen mehr auseinandersetzen. Unglaublich interessant. Du hast gesagt, du bist da reingekommen, du hast dir diese Schule angeguckt und warst sofort begeistert. Hast du so noch eine Erinnerung im Kopf, wo du sagst, du bist da reingegangen und hast sofort gedacht, wow, das ist es? Oder war es einfach nur die Atmosphäre, die dich da so begeistert hat? Oh, ich habe da mehrere Erinnerungen. Weil wenn ich so bedenke, wie das bei anderen Schulen ist, wenn ich da den Lehrern begegne oder Schulleitern oder so, da ist da so dieses Gefühl von, die sind irgendwie, wie soll ich sagen, ja, die sind was anderes und das sind die Pädagogen und wir sagen dir und deinen Eltern, was wir wissen und wir wissen eh mehr als du. Und das war dort überhaupt nicht. Ich bin dort hingekommen, habe den Schulleiter kennengelernt, da habe ich gedacht, was geht denn jetzt hier ab? Wie kann denn das sein? Wow. Der ist im Herzen so ein Kind geblieben, der ist so, so frei, so lustig, so, so offen. Also der hat sich eine Zeit genommen, der hat 2,5 Stunden haben wir miteinander verbracht. Der hat mir die ganze Schule gezeigt, wir haben über alles geredet, der hat mir jede Frage beantwortet. Das war so lustig, wir haben unheimlich viel gelacht. Ich hatte nie das Gefühl von irgendeiner Hierarchie-Denke oder irgendwie, ja, ich bin hier der alles weiß, sondern es war auf absoluter Augenhöhe. Aber das schönste Erlebnis war dann, während er mir die Schule gezeigt hat, da kommt plötzlich so ein blondes, langhaariges Mädchen angeflitzt und umarmt ihn ganz stürmisch. Wie schön. Und da habe ich dann gesagt, sage ich, ist das Ihre Tochter? Und er sagt dann, nee, das ist eine Schülerin von mir. Wow. Ich so, was? Und dann kam die nächste geflitzt und umarmte ihn wieder. Und da habe ich gedacht, ja, genau, hier bist du richtig. Weil wir sind auch in der Familie extrem Kuschler. Also bei uns wird ständig geschmust und gekuschelt und gedrückt und geherzt. Und ich habe mich dort sofort aufgenommen gefühlt. Und ihm ist es halt auch wirklich, wirklich wichtig, dass da ein familiäres Verhältnis ist. Also sowohl Eltern, Lehrer zu den Kindern, aber auch halt Lehrer zu den Eltern, dass da ein Miteinander ist, dass das wirklich wie eine große Familie ist, weil nur dann kann halt auch wirklich diese Gemeinschaft gut funktionieren. Und dann ziehen auch die Leute mit, dann ziehen auch die Eltern mit, wenn da diese Gemeinschaft da ist. Und das ist toll und das schätze ich auch so sehr an der Schule. Ich organisiere gerade das Abschlussfest für die Klasse 1 und da stelle ich eine Frage und da kommt sofort, ja, ich helfe und ich mache das und ich mache das. Also das ist sensationell. Das ist ja, das merkt man wirklich auch. Toll. Wenn es einen wertschätzenden Umgang miteinander gibt, dann kann es auch ein Miteinander geben, dann engagiert sich jeder. Das ist auch in der Montessori-Pädagogik, steht das ganz oben, dass man sagt, ja, wenn man dem Kind etwas zutraut, wenn man auf das Kind zugeht und ihm zutraut, dass es etwas kann, dann wird es das auch erfüllen. Und ich glaube, das ist das Gleiche bei den Eltern. Wenn die Lehrer und die Schule den Eltern auch mal etwas zutraut und ihnen sagt, hey, ich glaube, dass ihr euch damit engagieren könnt und dass wir alle gemeinsam was verändern können und zu etwa einem positiven Miteinander beitragen können, dann kommt dieses positive Miteinander auch, eben in dieser Gemeinschaftlichkeit. Ja, absolut. Auch was du gesagt hast mit dem Kuscheln in der Familie, fand ich unglaublich interessant. Ich habe erst letztens ein
etwas gelesen über die Endorphine, die dabei ausgeschüttet werden und wie wichtig Kuscheln ist für Kinder, aber genauso eben auch für Erwachsene. Ja. Und deswegen glaube ich, ist das ja unglaublich wertvoll und unglaublich schön, dass du das dann in deinem Zuhause hast mit deinen Kindern, aber eben auch in der Schule. Das ist eine tolle Sache mit den Endorphinen. Also ich habe das auch irgendwie gehört. Ich habe es nicht recherchiert. Also ich bin dem nicht nachgegangen, weil das irgendwie logisch ist für mich, dass gerade nach 20 Sekunden diese Endorphinenproduktion einsetzt. Ja. Und eine befreundete Mama hat zu mir gesagt, sie macht das mit ihren Kindern so, dass sie nicht loslässt. Sie lässt, also für sie ist es wichtig, dass beim Kuscheln das Kind sagt, wann Schluss ist. Ich meine, es gibt Situationen, wo du halt irgendwie mal sagst, so, jetzt müssen wir aber los oder irgendwas. Aber wenn ich das, und das hat mir einen ganz tollen Impuls gegeben, dass ich sage, okay, wenn mein Kind zu mir kommt und mich umarmt und drückt und kuscheln will, dann lasse ich erst los, wenn das Kind auch loslassen will. Und das ist eine tolle, tolle Sache. Das ist wirklich eine tolle Sache. Auch interessant, weil unsere normalen Umarmungen, wenn man sie jetzt einrechnet, die sind ja meistens eher unter diesen 20 Sekunden. Und was für ein wertvolles Wissen jetzt, dass man weiß, besser immer über 20 Sekunden umarmen und eben dem Kind die Entscheidung lassen, wann es loslassen will. Toll. Mhm. Wirklich. Ich liebe das sowieso mit dem Umarmen. Also das ist ja, ich bin da ja ganz schlimm drin. Also ich drücke ja auch die Lehrer, ich drücke den Schulleiter, ich drücke die Eltern, die ich mit denen ich eng verbunden bin. Und das ist bei mir normal. Wunderschön. Das heißt, das war so toll. Ja, Entschuldigung. Alles gut. Das heißt, du hast vor 4 Jahren dann schon entschieden, deine Tochter, die Luisa, auf diese Schule zu schicken, bist dann dahin gegangen, hast dich sofort wohlgefühlt, hast sofort tolle Gespräche geführt, hast sofort dieses tolle Erlebnis mit diesen beiden Mädchen gehabt, die auf den Schulleiter zugelaufen sind. Und dann kam deine Tochter, die Luise, dann ja vor, was, ein Jahr dann oder anderthalb Jahren auf die Schule? Vor einem Jahr. Vor einem Jahr. Und wie war das dann so? Wie hat Luise sich gefühlt? Hast du irgendwelche Veränderungen vielleicht bei ihr feststellen können? Positive Veränderungen vielleicht? Vielleicht, was sind so deine Erfahrungen? Das ist gar nicht so leicht zu beantworten, weil Luise sowieso jemand ist, der ganz, ganz toll auf Menschen zugeht. Also da sind wir uns auch sehr, sehr ähnlich. Also wir haben immer Menschen um uns rum und haben Freundschaften und das ging bei ihr auch super, super schnell. Es war ja im Vorfeld schon so, dass wir 3 Nachmittage hatten, an denen sich die Kinder haben kennenlernen dürfen. Wie schön, also, noch bevor das gestartet ist, das Schuljahr. Genau, genau. Also da ging das schon los, dass man, dass die Kinder ohne Eltern, aber mit den Pädagogen halt sich getroffen haben und schon den Nachmittag verbracht haben. Und da kam schon beim ersten Mal die Luise zurück. Ich habe eine neue Freundin, die heißt Charlotte und die ist super. Lustig, ne? Weil ihre kleine Schwester ja auch Charlotte heißt. Ja, und die hat eine Zwillingsschwester und die Elisabeth und mit der verstehe ich mich auch gut. Die ist sofort da rein. Und wir haben ja auch viel darüber gesprochen. Ich bin da ja auch ganz offen mit meinen Kindern, weil Luisa hat natürlich gefragt, warum komme ich nicht mit den anderen Kindern aus meinem Kindergarten in die Schule? Warum gehen die alle hier im Ort in die Schule und ich dahin? Und da habe ich halt auch gesagt, also wir haben uns entschieden, dich auf diese Schule zu geben, weil wir denken, dass das die bessere Schule oder eine schönere Schule für dich ist, wo du dich entfalten kannst, wo du so sein kannst, wie du auch wirklich bist. Und sie ist halt auch Sie ist schon speziell. Also sie ist halt immer irgendwie ihrer Zeit ein bisschen voraus gewesen und ja, extrem wissensbegeistert. Also die will alles wissen. Die hat schon mit, keine Ahnung, mit 3 hatte ich schon sich wieso, weshalb, warum Hörbücher reingezogen, ohne Ende, weil die alles aufnehmen wollte. Und sie hat halt in dieser Schule erlebt, dass sie das ausleben kann, so wie sie das will. Also sie kann ihr Wissen da raussprudeln. Das, was sie weiß, kann sie dort raushauen. Sie wird nicht gebremst. Naja, sie hat es halt auch nicht anders kennengelernt. Und dadurch habe ich gar keine große Veränderung bei ihr festgestellt. Außer, dass halt vieles, was wir halt schon vorgelebt haben und was sie halt auch schon kennt, was Freundschaften betrifft und was ein Miteinander betrifft, wo du sagst, okay, wir helfen einander und wir sind füreinander da, dass das in der Schule noch mehr zugenommen hat. Also ich weiß nicht, wie die Lehrer das machen, aber es ist sensationell, was da für ein Miteinander ist. Also wenn da einem Kind die Federmappe runterfällt, dann springt 3 auf und,
und heben das auf und streiten sich schon fast drum, wer die Stifte aufheben kann. Und da wird einander geholfen und da wird unterstützt und das ist echt, echt super. Und deshalb fühlt sie sich auch so wohl, weil sie so ein empathischer und sozialer Mensch auch ist. Das klingt ja fast wie ein Märchen. Es ist ein Märchen. Wow, wunderschön, wirklich. Das ist sehr interessant, denn ich war gerade, vorgestern war ich in einem Film, Zwischen den Stühlen heißt der, geht übers Referendariat. Und da wird so ein hinter die Kulissen Einblick in das Referendariat an Berliner Schulen gegeben. Und da mache ich auch eine Podcast-Folge drüber, um da ein bisschen drüber zu erzählen. Und das tut mir gerade auch unglaublich gut, so das zu hören, dass es so etwas Wunderbares schon gibt, wo so auf die Kinder eingegangen wird und wo eben auch die Lehrer sich so wohlfühlen. Weil ich glaube, dass nur in einem Miteinander, wo es allen gut geht, sowohl den Eltern als auch den Lehrern, als auch den Schülern, wirklich eine Schule entstehen kann, die wertschätzend ist und die eben auch die Potenziale der Kinder dann fördert und wirklich eine Schule ist. Ist es total. Und das ja, und die wie sage ich, es ist ja gar nicht so leicht, so eine Schule auch zu führen und überhaupt ja am Leben zu erhalten, weil diese Schule ist ein Verein und lebt natürlich von dem Geld, was wir Eltern zahlen, aber das ist ja, wenn man es hochrechnet, wirklich nur ein Bruchteil von dem, was das alles kostet. Also dann die Lehrer, die werden auch nicht höher bezahlt als jetzt an der staatlichen Schule und die haben trotzdem dieses unfassbare Engagement. Also das liegt aber halt auch wirklich an den Menschen, die dort arbeiten, die dieses Bewusstsein und auch diese Einstellung zu diesem ganzen Thema und zu dieser Schule und zu den Kindern haben. Und das merkst du halt auch. Du merkst halt, wie sehr diese Lehrer an dem Menschen, an dem Kind, wirklich an jedem Individuum interessiert sind. Dass die wirklich jedes Kind dort abholen, wo es steht, dass kein Kind ausgebremst wird und dass jedes in seiner Individualität ja einfach abgeholt wird. Es gibt Grenzen, ohne Frage, weil dafür ist es ja auch eine Gemeinschaft. Also wenn jemand ausflippt und jemand anderen schlägt, dann gibt es Grenzen und dann gibt es auch Konsequenzen. Aber ich muss sagen, die haben ganz schön lang, ja, ich sag mal, Geduldsfaden. Also meine Tochter hat mich letztens gefragt, wie lang mein Geduldsfaden ist. Und also der Geduldsfaden der Lehrer ist definitiv wesentlich länger. Und die gucken da aus einem ganz anderen Blickwinkel auch auf die Kinder. Da sind Kinder dabei mitunter, die würden von jeder anderen Schule fliegen, weil die eben nicht in die Schubladen passen. Und weil die halt wild sind und weil die anders sind und weil die nicht wissen mit ihrer Kraft, ihrer Intelligenz, mit irgendwas wohin. Und die flippen dann halt auch ab und zu mal aus und die werden so sanft, auf liebevolle Art und Weise abgeholt. Manchmal auch mit Konsequenzen, also, aber halt, es wird ganz schön viel, ja, unglaublich viel Liebe denen entgegengebracht. Das ist ja Wahnsinn. So eine Schule entwickelt sich ja auch immer weiter. Also gerade auch jeder Teil, der Schulleiter, genauso wie die Lehrer, lernen ja mit jedem Kind, was da hinkommt, mit jedem Kind, was total eine Herausforderung ist. Und dann zu gucken, wo setzen wir denn die Grenzen und die Grenzen auch immer wieder neu zu setzen. Ich glaube, davon lebt Schule auch, dass sie sich immer, immer, immer wieder weiterentwickelt. Und ich glaube, absolut, das ist eines der absolut Hauptprobleme unserer Schule heute im Großen und Ganzen, weil sie sich eben immer nur im Kleinen versucht zu verändern und eben nicht groß denkt und sich da versucht zu verändern. Ich habe das Gefühl, dass die staatlichen Schulen nicht sich verändern wollen, sondern die Kinder verändern wollen, so dass sie halt in dieses Schulsystem passen. Und das ist ein Scheiß, was soll das? Wow, ja, auf der einen Seite wollen wir freie Individuen sein, ja, aber das Schulsystem lässt es überhaupt nicht zu. Ich meine, ich kann jetzt nicht wirklich eins zu eins sprechen. Ich habe es nur an mir erlebt, wie ich Schule erlebt habe. Und aber wie es jetzt ist, weiß ich nicht. Das weiß ich halt, also ich weiß es schon halt durchs Hören sagen, dass mir Leute was erzählen oder was da in den Zeugnissen drin steht und so. Aber also Individuum und Selbstständigkeit und Eigenständigkeit, Selbstbewusstsein, also im Sinne von wirklich, ich werde mir selbstbewusst und ich lerne meine Stärken kennen und ich weiß, wohin ich will und wie das Leben funktioniert, beziehungsweise wie ich im Leben klarkomme.
das glaube ich, das lernen die da nicht. Ja, ich fand das unglaublich kraftvoll, was du gerade gesagt hast, dass die Schule nicht sich selbst verändern möchte, sondern die Kinder. Das hat ja auch etwas mit Verantwortung zu tun. Wenn man sich ein bisschen mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt, dann weiß man ja auch, dass man, wenn man selber die Verantwortung für sich und seine Veränderung, aber eben auch seine, ich sag mal, Probleme und seine Schwächen übernimmt, dann weiß man, dass es nur über diese Verantwortung übernehmen funktioniert. Und wenn man die nicht übernimmt, dann sucht man die Fehler eben woanders. Und das passiert heutzutage. Deswegen finde ich es umso schöner und umso inspirierender, Menschen wie dich zu treffen, mit Menschen wie dir zu reden, um mal zu verbreiten, dass es Alternativen gibt, dass es alternative Schulen gibt und dass es auch solch ein Miteinander an einer Schule gibt. Unglaublich schön, das zu hören. Ja, und ich muss, Laura, dir sagen, ich bin so dankbar, dass du dieses Ding, diese Initiative, diesen Podcast und deine Seite startest, weil du sprichst mir aus vollem Herzen und ich bin so, so dankbar, dass du als angehender Pädagoge, na, du studierst ja doch, oder? Ja, genau. Genau, dich damit beschäftigst. Da geht mir das Herz auf. Ich könnte heulen vor Freude, dass es euch gibt, dass es Menschen wie dich gibt und die dann halt auch noch die anderen Lehramtsstudenten, Studenten, die zukünftigen Lehrer inspirieren und ins Boot holen. Ich habe das erlebt an der Schule, gerade an der Leo bei der Luise. Ich bin halt voll in diesem Thema drin. Ich lebe in dieser Schule mit. Ich bin mit der Luise hatte ich Schulanfang. Ich weiß von meiner Schule selbst. Meiner Schulzeit weiß ich nichts mehr. Ich bin da irgendwie durch. Das war alles so schwammig. Keine Ahnung, ich habe mich da nicht wohl gefühlt, gar nichts. Und ich bin dort in die Schule gekommen. Mit ihr habe ich Schulanfang gehabt. Und ich hänge natürlich dann auch ab und zu mal dort rum und rede mit den Lehrern. Und ich verbringe gerne mal dort Zeit. Und wir reden so viel. Und die haben natürlich auch ab und zu mal Praktikanten. Und ich bin über jeden Praktikanten dankbar, der dorthin geht und der dieses System kennenlernt. Und mit denen quatsche ich dann auch. Und dann sage ich, pass auf, wie ist es jetzt hier? Wie erlebt ihr das? Und die fallen zum Teil aus den Wolken, wenn die vorher in einer staatlichen Schule waren. Da fallen die aus den Wolken und sagen, was ist denn hier los? Das geht doch, was geht hier ab? Hier ist plötzlich ein Miteinander unter den Lehrern. Die erzählen dann Stories, dass die in dem Lehrerkollegium überhaupt nicht angenommen worden sind. Dass sie nur irgendwelche Deppenjobs machen durften. Dass die am Kind gar nichts machen konnten, obwohl die so super Ideen haben. Und dann kommen die an diese Schule und sagen, was ist denn hier los? Hier ist es ja alles ganz anders. Also ich kann dir wirklich nur, mach weiter und auch jetzt an die Lehrer oder angehenden Lehrer, die das hören, guckt euch um nach solchen Schulen. Das ist so genial, dort zu arbeiten, weil ihr könnt euch entwickeln mit den Kindern zusammen und gerade auch die Leonardo, also die ist immer wieder dankbar für Praktikanten und Leute, die sich da interessieren, aber halt vom Herzen. Und es muss echt vom Herzen kommen. Und ich glaube, die meisten von den Lehrern, Lehrerstudenten, Lehramtsstudenten gehen ja mit einem großen Wunsch, mit einer Vision in diesen Beruf rein, beziehungsweise ins Studium rein. Ihr wollt doch alle den Kindern was beibringen und ihnen helfen, sich zu entwickeln und entfalten. Das ist doch die Idee dahinter. Ihr wollt doch denen nicht das Wissen und den ganzen Scheiß überstülpen und einbrettern. Das kommt, glaube ich, oft erst durch diese Schulen, weil die so festgefahren sind und weil die jungen Leute vielleicht gar nicht die Möglichkeit haben, ihre Ideen einzubringen, weil vielleicht noch da ein paar ältere, weil die alten Dinger da noch da greifen. Ja, und genau das ist es, weil diese Menschen haben, diese älteren Menschen, die an diesen Schulen sind, ohne ihnen einen Vorwurf zu machen, sind sie halt in diesem System ja auch selber groß geworden und haben nur das kennengelernt. Und für die ist es, glaube ich, einfach auch unglaublich erschreckend, dass es auch anders funktioniert. Absolut. Und das ist auch der Grund, warum hier dieser Podcast starten sollte, warum es so ein Herzensprojekt war, den zu starten. Weil ich möchte, dass die Menschen, die von Herzen Lehrer sind oder von Herzen Lehrer werden möchten, ihre Begeisterung für das Kind nicht verlieren, dass sie nicht abstumpfen, sondern dass sie Schulen finden, die das unterstützen. Und Schulen brauchen das ja auch. Schulen, die so denken wie die Leonardo-Schule, von der du erzählst, diese Grundschule, die brauchen ja Menschen wie uns, die wirklich mit dem Herzen dabei sind und was verändern wollen und da auch innovativ sind und immer wieder sich weiterentwickeln.
Ja, ich danke dir so sehr. Das ist genau das. Das ist so, so, so wunderbar, dass du das machst. Ich bin echt mega, mega begeistert. Also das wäre jetzt so ein Projekt gewesen, was ich nicht noch hätte angehen wollen, obwohl das in meinem Herzen ist. Und da bin ich sehr, sehr dankbar dafür, dass du mich da angesprochen hast und dass ich darüber sprechen kann. Für mich ist halt auch so, ich frage natürlich dann auch immer ein bisschen provokativ, gerade die Praktikanten, sage ich, und habt ihr schon mal was von Gerald Hüther und von Vera Birkenbiel gehört und so? Und dann meistens dann so, wer? Und dann sage ich, ich finde es Wahnsinn. Das sind so, so wichtige, inspirierende Menschen, die, ich meine, das sind Neurowissenschaftler, die haben sich mit dem, oder die beschäftigen sich, beziehungsweise Vera ist ja schon tot, die haben sich mit dem Thema Gehirn und beschäftigt, mit dem Thema Lernen, mit dem Thema Freude, wie lernen wir am besten und so beschäftigt. Und für mich wäre das eigentlich ja Grundkenntnis, die im Studium vermittelt werden sollte. Wie lernt man, ja? Für alle, die Gerald Hüther und Vera Birken nicht kennen, ich werde das unten verlinken. Und werde in den Shownotes zeigen, also links euch zeigen, wo ihr dann Informationen weiter zu den beiden findet. Das sind nämlich ganz inspirierende Persönlichkeiten. Oh ja. Und ich glaube, wenn man sich da ein bisschen einlesen möchte, dann verändert sich das Bild, was man selber von Schule und von Lernen hat, auch sehr intensiv. Da gibt es auch ein paar sehr gute Buchempfehlungen, die ich machen kann. Die werde ich auch verlinken, damit. Mach das unbedingt. Also ich habe von Vera Birkenbiel habe ich so ziemlich alle Bücher da. Und ich finde das halt sensationell, also gerade was sie so sagt zum Thema Intelligenz. Also wir denken immer, es gibt angeborene Intelligenz und die anerzogene Intelligenz, das mag ja sein, es gibt aber noch eine dritte und das ist die Methodik. Also oder das sind die Werkzeuge, mit denen wir lernen. Und wenn wir die Werkzeuge kennen und diese nutzen, dann kann jeder lernen. Jedes Kind und deshalb, und das da schließt sich der Kreis zum Gerald Hüther da auch wieder, der sagt, jedes Kind ist hochbegabt. Ja. Man muss nur wissen, wo. Und man muss es dort abholen, wo es eben hochbegabt ist. Und das ist das halt, was mich an der Schule, und das ist halt das ganze Schulsystem, und da kann sich auch eine Leonardo-Schule nicht freimachen, weil die ja den Spagat schaffen wollen, auch zwischen dem klassischen Schulsystem und ihrer alternativen, beziehungsweise ihrer freien Methodik, weil die den Spagat einfach hinkriegen wollen, damit die Kinder dann auf der weiterführenden Schule, weil die geht nur bis zur vierten, die Leonardo, auch klarkommen. Ja. Also müssen sie sich doch an den Schulplan oder wie das Ding heißt, halten. Ja, aber was mich halt stört im Prinzip an diesem Schulsystem, dass dieses Wissen so breit gefächert ist, dass es nicht die Möglichkeit gibt, sich zu spezialisieren. Man muss im Prinzip alles wissen. Aber ich meine, wenn ich nun mal ein Mathe-Spezi bin, aber nicht so gut schreiben kann, ja, dann ist es doch scheißegal. Dann spezialisiere ich mich eher in Richtung Mathe. Lesen und Schreiben werde ich trotzdem lernen. Aber ich muss deswegen nicht irgendwie, keine Ahnung, Goethe zitieren wollen oder irgendwas, ja. Aber ich habe, wenn ich mich vertiefe, dann Richtung Mathematik, dann und das will, dann tue ich das auch. Ich hab mal einen Post geschrieben über ein Kind aus dem Kindergarten von meiner Charlotte. Da ist ein Junge, der liebt Schnecken. Über alles. Der steht auf Schnecken, der sammelt Schnecken, der lässt die sich am Arm lang krabbeln. Und da denke ich immer, wenn du den einfach mal machen lassen würdest, der würde der weltgrößte Schneckenspezialist werden. Und er würde lesen und schreiben lernen und rechnen und er würde Physik lernen, der würde dann ausrechnen, wie schnell so eine Schnecke ist, der würde Chemie lernen, der will ja wissen, wie dieser Schleim zusammengesetzt ist, der würde Geografie lernen, weil er ja die ganzen Schnecken auf der ganzen Welt irgendwo wissen will. Der würde alles irgendwie nebenbei mitlernen, aber er dürfte sich halt auf diese Schnecken spezialisieren. Und der bräuchte noch nicht mal ein Studium, der würde wahrscheinlich im Biologiestudium den ganzen anderen Schrott noch lernen, der interessant ist, ich liebe Biologie, der würde halt wirklich ein Spezi in Sachen Schnecken werden. Ich meine, das ist jetzt ein krasses und sehr, sehr spitzes Beispiel, aber ich glaube, wenn wir mehr den Interessen und den Stärken und Talenten der Kinder folgen würden, wir würden unfassbare Leute da, ja, die dürften sich da so entwickeln und entfalten. Genial. Ich finde das unglaublich spannend, was du sagst. Ich höre ja selber auch den Podcast von Tobias Beck, Bewohnerfrei, und da sagt er das auch öfter, dass er es sehr traurig findet, dass in der Schule, also dass jemand, der in der Schule in allen Bereichen so im Dreierbereich ist,
am Ende in der Arbeitswelt nichts findet, weil das die Arbeitswelt gar nicht sucht, sondern die Arbeitswelt, die Unternehmer, unsere Gesellschaft sucht Menschen, die in bestimmten Dingen sehr gut sind. Sodass da die Diskrepanz entsteht zwischen dem, was unsere Schule für Menschen, ganz spitz gesagt, produziert und zu den Menschen, die eigentlich benötigt werden in unserer heutigen Gesellschaft. Und da setzen, glaube ich, Schulen wie diese freie Grundschule Leonardo total an. Ja. Und ich finde es unglaublich toll und danke dir unglaublich, dass du dich damit beschäftigt hast, dass du dein Kind auf solch eine Schule schickst, dass du mit so einer Begeisterung dabei bist. Du strahlst hier so eine Begeisterung aus, so eine Freude, dass du so oft an diese Schule gehst und dich da mit den Lehrern und Eltern, den Praktikanten unterhältst. Das zeigt, finde ich, schon, wie sehr du dahinter stehst. Und da bin ich dir wirklich dankbar und danke dir natürlich auch für das Lob, das du mir ausgesprochen hast. Ja, kann ich nur sagen, ich freue mich, dass du das machst. Das ist sensationell. Meine kleine Tochter ist natürlich auch schon angemeldet. Die habe ich schon sehr früh angemeldet. Ich habe gesagt, also da muss er auch hin. Ja, das ist doch ein tolles Abschlusswort, dass du deine ganzen Kinder dahin schicken möchtest. Wir haben jetzt auch ein bisschen Werbung gemacht für diese Schule. Ich habe zum Schluss für dich noch 3 Abschlussfragen, die ich jedem stellen möchte. Und du kannst ganz spontan dir auch einen Moment Zeit nehmen. Die erste Frage ist, wo geht für dich Schule als Institution hin? Du hast ja jetzt einen sehr, ich sag mal, positiven Blick auf Schule bekommen. Wenn du an dieser freien Schule bist, kriegst aber ja wahrscheinlich auch immer durch Freunde, durch das Dorf, in dem du wohnst, auch das Gegenteil mit. Wo würdest du, wenn du eine Prognose ziehen würdest für die nächsten 5 Jahre, wo geht Schule für dich hin? Eine sehr, sehr geniale Frage. Dank dir und deiner Initiative. Nee, ich fange anders an. Ich habe mal einen Satz gehört, weil ich habe mich immer so über dieses Schulsystem aufgeregt und habe gesagt, da musste man doch was ändern. Mhm. Aber ein System, oder das hat mir mal jemand gesagt, ein System ändert sich immer nur von innen heraus. Und deshalb bin ich so wahnsinnig, wahnsinnig dankbar für dich und die wunderbaren zukünftigen Lehrer, die dir folgen, die sagen, Mensch, was du machst, ist toll, mache ich auch, mache ich ähnlich, ich will auch dieses Bildungssystem verändern. Ihr seid die Zukunft, ihr Lehrer seid diese Zukunft und ihr werdet diese Schule von innen heraus ändern, weil ihr habt diese Chance. Ja, und wenn ihr das macht, wenn ihr das angeht, dann kann auch ein Bildungsminister machen, was er will. Ja, außer inspiriert werden. Und ich glaube sogar, dass ein mancher Bildungsminister, keine Ahnung, ich weiß ja nicht mal, wer das zurzeit ist, es interessiert mich auch nicht, aber ich glaube, je lauter du wirst, je bekannter du wirst und Menschen wie du, ihr werdet irgendwann gehört und gesehen werden von auch Leuten, die in der Politik sind und ihr werdet euch zusammensetzen und ihr werdet dort erzählen, wie gut es funktionieren kann. Gut, ihr werdet dann merken, was der dann wirklich will. Will er natürlich das alte System, will der systemtreue, funktionierende Menschen in seinem Land haben oder will der Individualisten, die das Land wirklich voranbringen? Aber das ist dann wieder eine andere Frage. Aber durch euch wird sich's auf jeden Fall verändern. Es wird vielleicht langsam gehen, vielleicht wird es ein bisschen schneller gehen. Aber es ist halt auch wichtig, dass wir uns zeigen, dass wir darüber reden, weil nur so werden Menschen immer wieder inspiriert. Ich meine, wenn ich überlege, gerade bei mir hier im Umfeld, am Anfang, die haben ja alle einen Vogel gezeigt, die haben gesagt, wie kannst du nur, du kannst doch nicht deine Kinder auf eine andere Schule schicken und du bist ja wohl was Besseres und ihr könnt es euch leisten. Ich sage, ich würde putzen gehen. Ich würde alles machen, damit ich meine Kinder auf diese Schule schicken kann. Ja, und heute kommen mitunter die Eltern zu mir und rechtfertigen sich fast, warum sie ihre Kinder auf die staatliche Schule schicken. Also durch uns fängt sich an, auch dieses Bildungssystem zu verändern. Und es geht in diese Richtung. Schön. Wow. Bin ich mir sicher. Was für ein wie motivierend das ist. Ja, unglaublich toll. Wenn du dir jetzt vorstellen würdest, das ist jetzt meine 2. Frage, es gäbe ein einheitliches Schulsystem in Deutschland. Deutschlandweit in der Bundesrepublik und du wärst Bildungsministerin von dem ganzen Schulsystem. Wenn du eine Sache jetzt an dem, wie es jetzt steht, an dem Stand, wenn du eine Sache jetzt in die Schule bringen könntest, eine einzige,
Welche wäre das? Das ist eine schwere Frage. Ich könnte jetzt leicht sagen, ich würde die Noten abschaffen. Aber ich habe letztens gerade mit dem Schulleiter gesprochen und über das Thema Noten, weil ich halte die für überflüssig und dieses ganze Vergleich, diese Vergleichsscheiße. Der hat mir natürlich erklärt, warum es Noten gibt. Ich glaube, ich weiß was. Ich würde zwar das Gymnasium nicht abschaffen, ja, aber ich würde Gymnasium dahingehend verändern, dass das nicht mehr, dass das wesentlich weniger Stoff gibt, was die Kinder zu lernen haben. Also ich habe auch Abitur gemacht. Ich habe kurz nach der Wende Abitur gemacht und ich hatte verdammt viel Freizeit. Mhm. Und heute, wenn ich die Jugendlichen sehe, die haben kaum noch Freizeit, die sind nur noch am Büffeln. Da gibt's Kinder in der Musikschule. Also meine Tochter spielt auch Geige und in der Musikschule, da lerne ich wunderbare junge Menschen kennen, die sagen, ich habe gar keine Zeit zum Geige üben für meine Musik, weil ich nur lernen muss. Und das kann es ja irgendwo nicht sein. Ah, ich habe noch eine Idee. Ich weiß, was ich abschaffen würde. Hausaufgaben. Radikal. Es sollte keine Hausaufgaben geben. Also, finde ich scheiße, wenn man überlegt, wie lange Kinder in der Schule sitzen und dann noch nachmittags Hausaufgaben. Die haben mitunter einen längeren Tag als ihre Väter wahrscheinlich, ja, und ihre Mütter. Ja. Hausaufgaben würde ich sofort abschaffen. Drei wundervolle Dinge, sowohl Noten abschaffen als auch im Gymnasium weniger Stoff anbieten, als auch das Dritte. Also drei unglaublich, unglaublich inspirierende Veränderungsideen. Danke dafür. Das sind wir jetzt noch ein bisschen drüber nachdenken. Und dann kommt meine dritte Frage. Meine Vision mit diesem Podcast hier und mit der Vision der Veränderung des Bildungssystems ist eigentlich Weltfrieden. Ich habe mich lange Zeit gefragt, was ich dazu beitragen kann, wie ich meinen Teil dazu leisten kann zum Frieden auf dieser Welt. Und meine Frage an dich ist, was wäre für dich das Wichtigste, ganz frei jetzt vielleicht von Schule, wenn du etwas anderes sagen möchtest, das Wichtigste für dich, um Weltfrieden zu erlangen? Das kannst du auf Schule beziehen, kannst es aber auch weiterfassen. Nee, das muss ich weiterfassen. Mir läuft gerade ein absoluter Schauer über den Rücken bei dieser Frage. Es ist, ich habe Gänsehaut am ganzen Körper, es ist verrückt. Für mich ist es die Selbstliebe. Also wenn ich denke manchmal drüber nach, ja, wenn ich einen Wunsch auf dieser Welt frei hätte, einen, der sich auf jeden Fall erfüllt, dann wäre mein Wunsch, dass jeder Mensch sich so liebt, wie er ist, dass er Selbstliebe hat, Selbstliebe erfährt und Selbstliebe fühlt. Weil, ich habe mich überhaupt nicht geliebt, ich fand mich hässlich, fand mich schrecklich, ja, und ich habe meine Selbstliebe erlernt. Und wenn ich das kann, kann das sogar jeder. Aber es hat ja nicht jeder die Idee dieses Themas und dieser Selbstliebe. Aber ich weiß, wenn ich mich selbst am meisten auf dieser Welt liebe, dann ist meine Liebe anderen gegenüber ja noch viel, viel stärker auch. Also du verstehst sicher, was ich meine, ja? Wenn ich mich selbst mit liebe, wenn ich mit mir zufrieden bin, dann habe ich keinen Unfrieden mit irgendjemandem anderen. Und dann glaube ich, wenn jeder sich selbst liebt, Entschuldigung, dann ist Frieden. Wow. Was für ein schöner letzter Satz. Oh, ich hoffe, die Gänsehaut. Ich danke dir. Ich danke dir für dieses wundervolle Gespräch. Ich danke dir für all die Inspiration, die du geteilt hast. Ich danke dir für all die Freude, die du, glaube ich, den Menschen jetzt auch den Zuhörern in ihren Herzen gegeben hast. Und wenn jetzt Menschen gibt, die sagen, entweder ich möchte mein Kind auf diese Schule schicken oder ich möchte diese Schule unterstützen als einen Verein, wie kann man sich bei dir melden? Wie kann man dich finden? Du hast wahrscheinlich eine Facebook-Seite, die werden wir unten drunter verlinken. Genau. Alles Weitere findet ihr auch unten in den Shownotes. Ihr findet die Buchempfehlungen in den Shownotes. Ich werde euch
die beiden Seiten von Gerald Hüther und Vera Birkenbiel, richtig? Genau. Genau, verlinken. Und ich werde, ja, ich werde alles verlinken, was ihr dazu wissen möchtet. Dann könnt ihr euch sicher bei Yvonne melden, ihr auch persönlich schreiben und sie fragen. Ja. Sie ist ja selber sehr aktiv in der Schule. Die Schule hat bestimmt auch ein Netzwerk von anderen Schulen, die alternativ arbeitet, wo man sich dann etwas austauschen kann, etwas finden kann, sodass wir von innen heraus das System verändern können. Das hast du so schön gesagt. Vielen, vielen lieben Dank für das Gespräch. Und ich hoffe, hier kann jeder ganz, ganz viel für sich draus mitnehmen. So, so, so gerne. Ich habe das jetzt genossen. Es war wunderbar. Und noch eine kleine Ergänzung. Wer dort Praktikum machen will, dann meldet euch, sagt einen lieben Gruß von mir, dass ich empfohlen habe. Sagt dem Herrn Richter Bescheid, dass ihr gerne ein Praktikum machen wollt, dass ihr die Schule kennenlernen wollt. Das also, machen wir. Wir verlinken die Schule auch noch unten drunter in den Shownotes, dass alle die Schule auch sehen können. Ja. Und dann mit dem Kommentar, dass sie es von Yvonne haben, wird da bestimmt einiges möglich sein. Dankeschön. Ich danke dir, Laura, so, so sehr. Ja, das war's also mit der dritten Folge und dem ersten Interview im Podcast. Ich danke dir vielmals, dass du dabei warst. Wenn du Fragen hast oder Kommentare, schreib mir wie immer gerne auf Instagram. Es gibt einen Post zu der Folge. Und über Kommentare und auch einen Austausch zum Thema alternative Schulen freue ich mich total. Also teile hier gerne deine Erfahrungen mit Schulen, die sich auf den Weg gemacht haben. Vielleicht hast du mal ein Praktikum gemacht, wenn du jetzt Lehramtsstudierender bist. Vielleicht hast du deine eigenen Kinder auf solchen Schulen. Genau, und da teile gerne, welche Schulen du kennst. Freie Schulen, öffentliche Schulen, egal welche Schulen, Hauptsache Schulen, die irgendwie gesagt haben, wir wollen irgendwas anders machen und uns auf den Weg machen. Lass uns so eine ganz tolle Sammlung mit ganz tollen Schulen zusammenbekommen, damit wir die alle kennenlernen. Weil es gibt so viele tolle Schulen in Deutschland und viel zu wenig Menschen wissen davon. Genau, du findest das wie immer unter @schulbildung.mal.anders. Ich freue mich, von dir zu lesen. Lass mir auch gerne eine 5-Sterne-Bewertung und eine Rezension hier. Sag mir, wie dir die Folge gefallen hat. Ich freue mich riesig darüber. Lass uns Schulbildung gemeinsam anders denken. Hin zu mehr Achtsamkeit und Wertschätzung im Schulalltag. Ich danke dir, dass du eingeschaltet hast und freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Bis dann!